Man kreischt und manche lügen einem sogar tief ins Gesicht. Schließlich sei man ja als einzige Welt offen, doch in Wahrheit ist man es eben nicht. Und heute weiß ich mit harter sogar Sicherheit, verdammt, die sind sogar echt noch verschlossener als ich. Doch schlimmer als alle politischen Narrativeure, schmerzt an heute die Erkenntnis, dass sie hat das Potenzial, härter noch zu werden, wirklich ungut, fällt mir irgendwie so gar nicht. Krise auf Krise. Und ich schaue mich überall um und sehe, die meisten haben alle irgendwo Krise, irgendwie, irgendwo. Der eine nur auf Arbeit und andere schon beim Heizen, Essen kaufen für die Familie. Und tanken plus für jeden Scheiß sich auch noch ins Gewissen reden lassen. Ja, das kommt dann irgendwie auch noch drauf. Ey, voilà. Finde ich ja gar nicht geil, ziemlich uncool. Eigentlich sogar ehrlich, scheißgefährlich. Der Wohlstand der Bürger, Menschen ist doch unsere Zauberformel. Die ist unsere alte Perle, die Sicherheit. Menschen brauchen auch Freude, Ausgeglichenheit. Und somit auch seit 200 Jahren unser Vorwärtskommen, unsere aller guten Sache. Die alte soziale Antwort, die, wie heißt es auf YouTube, aktuell in ihrem Land nicht verfügbar ist. Auf die Geschichte, von der wir doch gelernt haben, dass es brandgefährlich ist, wenn die seit Anbeginn des Menschen, unser aller Sein, fortschreitende Entwicklung aus den Sümpfen auf dem Mond, weil es tut mir leid, aber die Evolution sagt es eben offen, sie schreit es sogar laut hinaus. Von allen Säugetieren sind wir, die dem Prinzip unseres eigenen Universums, der wahren Natur, am heftigsten in die Nähe kommen, vom Prinzip und der Struktur des Wachstums zur eigenen weiteren Fortentwicklung. Die Konstante der Entwicklung ist eben auch und vor allem, und doch erst so richtig in den letzten 200 Jahren, positive Entwicklung von Wohlstand, Sicherheit, dem besseren Morgen, der Behandlung von Ärzten. Also erst seit kurzem, ja auch für uns, die man früher noch Plebejer nannte. Denn vor 200, naja sagen wir 350, naja gut, kann man so nicht genau sagen, auf jeden Fall vor ein paar hundert Jahren, auf einmal geht es steil. Vorher starb man noch, weil kalt, Beinbruch oder 50 oder 30 oder Jahre oder 2 Tage alt. Dann begann in England und auch Frankreich langsam harte Dinge wie die Glorious Revolution 1689, nach einem Jahrhundert der Revolten, nach einem Jahrhundert des Widerstands gegen einen königlichen Absolutismus. 1689 und nach der 1688er schon wieder Revolution ist dann ratifiziert, die englische Bill of Rights, und die stärkt nicht nur das Recht freier Bürger auf ihre dann endgültig eigene Parlamenterei, nein, noch viel mehr. Doch sie war auch Vorbild 1789 bei der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte und 1776 auch für die Verfassung der USA und 1787 dann auch für die American Bill of Rights. Und ich sag es ganz offen, das kann auch jeder in 60 Minuten nachlesen. Das ist kein Scheiß. Das ist unser Weg, dein Weg, mein Weg. Unser allerlanger, scheiß, harter Steinweg. Und nun kreischt man sich heute von allen Seiten auch noch selber. Der Wohlstand müsste gefälligst runter. Deindustrialisierung. Degrowth, sagen sie. Klingt intelligent, ne? Oder Intellekt. Ich sag mal dazu, ab in die Steinzeit, ja? Also um ehrlich zu sein, nee, sorry, aber das verstehe ich einfach nicht. Mann, hey, der Wohlstand muss runter. Nochmal bitte wegen was? Umweltschutz und weltweite Armutsbekämpfung? Perplex, seid ihr schizophren oder was? Ja, sieht denn hier gar keiner. Das Gegenteil ist fett der Fall. Kohle auf einem Allzeithoch, doch nichts bei den Leuten in den Taschen. Essen, Inflation, auf dem seit Jahren schon geforderten Allzeithoch. Sie haben es seit Jahren gefordert und jetzt ist es da. Keiner ist zufrieden. Doch eben nicht. Alle haben auch ihre Mahlzeiten, verdammt nochmal. Und wie es ausschaut, soll es ja wohl noch einfach weiter. Also immer schön tiefer rein da. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht. Denn wir wissen, was geschieht, wenn man Menschen ihren Wohlstand nimmt. Und was höre ich? Es sei alles gar kein Zufall? Der Dilettantismus sei am Werk? Klabautermann auf dem Narrendeck? Reinhard May? Du kannst dich auch mal melden. Ja, wo soll es denn hingehen? Weimarer Republik? Ist dir nicht krachend gescheitert? Ihr wisst doch auch, dass in der Geschichte noch nie sowas gut ausging. Und ich meine nicht ein Jahrhundert der Revolution in England oder den Sturm auf die Bastille 1789 auch in Frankreich und 1776 Konstituierung der USA aus dem Aussiedler sein. Alles der Kampf um Bürgerrechte, Essen und die eigenen Volksparlamente. Kein Lechts und kein Rings. Eigentlich ein dummes Konzept, aber ich verstehe schon. Jedenfalls Mitte bin ja auch ich. Und ich sag's ganz ehrlich, das kann man auch alles in 10 Minuten nachlesen. Kein Scheiß, das ist unser Weg. Dein Weg, mein Weg, unser langer, allerlanger, harter Scheiß, harter Steinweg. Doch kreischt man mich heute von einigen Seiten an, eigentlich von allen. Der Wohlstand müsse runter. Aber ehrlich, ich verstehe das nicht. Der Wohlstand muss runter, nochmal bitte wegen was? Umweltschutz und Verteilungsgerechtigkeit? Ernsthaft? Ja, sieht denn hier gar keiner? Das Gegenteil ist der Fall. Kohle auf dem Allzeithoch, doch nix in Taschen davon. Essen auf dem Allzeithoch. Nur nicht alle haben hier ihre Mahlzeiten, Mann. Und was fällt den Durchgeknallten einer offenkundigen Sekte ein? Auf die Straßen kleben, jammern, rumbitschen, kreischen und dazu dann auch noch unseren Museen auf den Teppich scheißen? Ja, was stimmt denn hier nicht? Ist das eine Mischung aus 1968 bis 87 oder spinne ich? Den Bückling macht man in Katar, bekommt ein ganzes Schiff für Younger zugesichert und revanchiert sich dann bei der WM mit Menschenrechten oder was? Also ich verstehe es nicht, nee, sorry. Wen bringt das denn weiter, ist sich konsequent mit jedem zu verscherzen? Wollen wir keine Diplomatie mehr? Nur Dritten Weltkrieg wegen Säbelrasseln? Bitte nicht ernsthaft, oder?
Niemand kann hier für nichts, ist in Ordnung, verstehe ich. Aber wenn echte Krisenzeit ist, ist dann nicht Zeit für effektive Performance statt moralischer sonst was Pflicht? Weil anscheinend ja nicht, Leistung ist ein Fremdwort geworden. Ist ja auch doof, kennt man gar nicht. Weil der Druck lastet ja auf vielen Schultern, den plötzlichen, ja, dann auf einmal wieder natürlich souverän, also der muss die Lasten tragen, nicht wahr? Und die einen lügen dann tief ins Gesicht und die anderen super intelligent, verstehen aber nichts. Also behauptet man, man sei so richtig schön weltoffen. Doch in Wahrheit ist man es eben nicht. Und heute spüre ich sogar mit enormer Sicherheit, verdammte Axt, die sind ja sogar verschlossener noch als ich. Doch schlimmer noch als alle politischen Narrativeure, schmerzt mein Herz heute diese fette Plattitüde. Alles ist schwarz, alles ist fett, alles ist shit, alle im Bett. Und ja, das hat das Potenzial, noch härter auch zu werden. Das ist verdammt ungut, gefällt mir irgendwie ganz und gar nicht. Ich weiß nicht. Doch wenn wir so weitermachen wie bisher, reden miteinander statt übereinander und uns nicht klein kriegen lassen, dann bin ich mir ziemlich sicher. Der Trend der Geschichte ist eindeutig.